Tür ist jetzt offen. Wir bleiben in Funkkontakt. Bis dahin müssen wir eine Reliquie finden. Sam. Ich markiere die Route zu den Quartieren des Archons. Wieso flüstern wir eigentlich noch? Hey. Weil wir ein feindliches Schiff infiltrieren. Dessen Besatzung allerdings längst weiß, dass wir hier sind. Also brauchen wir auch nicht flüstern. Wir sollten trotzdem kein Risiko eingehen. Wie viele Salarianer wird es in Helios noch geben, falls es uns nicht gelingt, die Arche zu retten? Nicht genug. Ihre komplette Spezies stünde vor dem Aussterben. Jetzt geht das wieder los. Oh Mann. Sam? Es gibt eine Alternativroute. Ich überbrücke die Türsteuerung. Alter. Nein. Die Kette verstärken ihre Sicherheitsmaßnahmen. Scannen Sie das Zugangssteuerpult. Welches Zugangssteuerpult? Die Tür ist stimmgesteuert. Ich kann versuchen, Ihre Stimmbänder zu modulieren und der Intonation der Cat anzugleichen. Das System fragt nach Ihrer Autorisierung. Was möchten Sie antworten? Gossard Nula Torak Shura. Ernsthaft? Sudan verweigert. Auf dem Schiff wurden Eindringlinge entdeckt. Wir müssen diesen Bereich sichern. Zugang gewährt. Beeindruckend. Ja, beeindruckend. Total. Okay, wir sind definitiv auf den Gang gekommen. Ein Kettlabor. Das ist nie etwas Gutes. Und was ist das? Vielleicht gibt es hier etwas, was ein bisschen friedlicher ist. Scannen noch nicht möglich. Eine Aufstiegskapsel. Sie haben wohl gehört, dass ich komme. Das könnten die Leute schaffen. Konsole benutzen. Mal sehen, was passiert. So wie es hier aussieht. Scheiße. Konsole benutzen. Merkwürdig. Man möchte fast meinen, die hätten was zu verbergen. Aber auch nur fast. Weitere Konsole benutzen. Tor ist offen. Und Feinde auf der Karte, ja. Achtung, Cat! Wir müssen durch sie durch! Kommen wir. Gar kein Problem. Nur etwas Zeit. Leicht, oder? Doch, eigentlich schon. Machen wir sie fertig. Ich habe keine Lust, als eines ihrer. Sie sind tot. Oh ja. Es wäre leichter, wenn die Cat die Reliquie einfach übergeben würden. Nein, mir ist es so lieber. Mehr tote Cat. Nur ein toter Cat ist ein guter Cat. Ich schätze, wir haben die fehlenden Stasek-Kapseln gefunden. Vielleicht leben die Salarianer ja noch. Vielleicht. Vielleicht haben wir sie aber auch schon getötet. Weil sie uns in Form von Cat angegriffen haben. Was ist das? Eine Tür. Wer wäre zu so etwas fähig? Jemand wird dafür bezahlen. Lassen Sie Ihre Wut
Schaut an denen aus! Ein Gesäbelter! Wir Bastarde! Wir sind keine Versuchstiere! Reste looten. Ja, fix ausschalten. Ein Erwählter da vorne noch. Zu spät, ich war erster. Wie sieht's aus, Sir? Um zu den Quartieren des Archons zu kommen, müssen Sie einen anderen Weg durch die unverschlossene Tür nehmen. Gute. Oh, eine Füllzähne. Zumindest ein Ladebalken. Ryder, Vorsicht. Elektrische Fessel. Das ist eine Art Eindämmungsfeld. Deine Gegenwehr ist sinnlos. Ich bin seit Jahrzehnten in diesem verlassenen Cluster. Umgeben von Amöben. Dann kommst du, ein Mensch, fähig, das Undenkbare zu tun. Du bist sogar mir entkommen. So ein unwahrscheinlicher Gegner. Es war beinahe erfrischend. Und doch ist es ein passendes Ende. Sie sind selbstsicher. Sie sind ein Monster. Sie können ruhig weinen. Oh, sind Sie traurig? Ich würde Sie ja umarmen, nur... Leg dich doch mit mir an! Eine erste Probe. Die Tests an dir beginnen jetzt. Ich werde dein Geheimnis erfahren. Bericht. Warte auf mein Eintreffen. Schon deine Kräfte, Mensch. Raker muss in Schwierigkeiten stecken. Genau wie wir. Sam, was kannst du mir sagen? Ich registriere einen biologischen Sender in ihrer Blutbahn. Versuche ihn zu neutralisieren. Okay, das kann erst mal warten. Irgendeine Idee, wie wir hier rauskommen? Die Eindämmungsfelder reagieren nur auf lebende Materie. Wenn sie sterben, wird das Feld um sie herum abgeschaltet. Wie Sie wissen, kann ich dank unserer Verbindung ihre Vitalwerte verbessern, wenn es erforderlich ist. Ich kann auch das Gegenteil bewirken. Okay, dann töte mich. Oh, mir ist heute nicht nach Sterben, Sam. Ich würde selbstverständlich versuchen, sie wiederzubeleben. Gibt es noch andere Optionen? Nö. Meiner Ansicht nach nicht. Alles klar, tun wir's. Ryder, viel Glück. Kommen Sie ja zurück. Das werde ich wohl brauchen. Ich halte Ihr Herz an. Jetzt. Sam! Stimuliere das Herz-Kreislauf-System. Keine Reaktion. Stimuliere das Herz-Kreislauf-System. Gute Arbeit. Es hat offenbar geklappt. Selbstverständlich. Ja, ja, schon klar. Sie sind soweit okay? Runter, jetzt! Dann mal raus aus diesem Käfig. Es gibt einen Wandlungsgang, der aus diesem Raum führt. Okay,
dann muss es auch irgendwo einen Zugang geben. Ich gehe ihn suchen. Wir sollten uns auch ein wenig umsehen, solange wir können. Vielleicht finden wir nützliche Infos. Go, little man! Fluten? Bitte! Geh da weg! Was denn? Alter, ohne Ende. Mich, sie haben jetzt zwei Pathfinder gegen sich. Und ihre Sicherheitsmaßnahmen beeindrucken uns nicht. Diese Turianer sind überall nützlich. Diejenigen, die sie unter den neuen Exemplaren, die Kroganer. Breaker, bitte komm. Was ist los? Eine kleine Ablenkung. Captain Hager und Venro brauchen Zeit für den EMP. Ich melde mich. Okay, das hat irgendwas bewirkt. Sehen wir uns mal um. Sogar die anderen Exemplare. Was auch immer es bewirkt haben soll. Ein Behälter zu looten. Oh mein Gott. Ja, komm schon, hoch mit dir. Alles klar, hier lang. Können wir nicht scannen? Die Aufstiegskapsel. Abstieg. Na, das wird ja lustig. Nicht lustig, dunkel. Hören Sie das? Ja. Die Monster in Andromeda sind genauso übel wie bei uns zu Hause. Wir sind so weit gereist, aber das Böse... ist überall. Und noch ein Behälter. Und seltsame Töne an Bord. Was war das? Da sind wir. Wir sind nicht allein. Ich fange langsam an, diese Viecher wirklich zu hassen. Ach, warum? Was habt ihr drin gemacht? Gleich hat sich ein runtergeholt. Hier spricht Raker. Oder weiß das schon? Einige unserer Leute sind noch am Leben. Ich bin jetzt zu ihnen unterwegs. Captain Hager, wie ist ihr Status? EMP ist einsatzbereit. Wir haben die Quartiere des Archons fast erreicht. Halten Sie sich bereit. Übrigens habe ich jetzt vor, das Outlast, den ersten Teil, öfters mal zu streamen. Zusammen mit einem Kollegen. Abwechselnd und ja, wir haben mal eine Stunde gestreamt und haben uns schon richtig derbst erschrocken. Auf jeden Fall echt lustige Aufnahmen. Wir kommen auch noch auf YouTube jetzt. Haben wir auch Twitch gestreamt, weil ich es nicht ganz hinbekommen habe mit dem YouTube-Streaming. Aber jetzt habe ich's. Glaube ich zumindest. Ist das ein Organer? Nicht mehr. Das muss einer meiner verschwundenen Späher sein. Keine Ahnung, welcher. Die DNA ist kroganisch, aber drastisch verändert. Die Cat stehen eindeutig kurz davor, den Aufstieg der Spezies abzuschließen. Sie arbeiten schnell. Sie sind motiviert und effizient, das steht fest. Dafür büßen sie. Was haben wir denn hier? Wir sind da. Captain Hager, Ryder hier. Wir haben das Allerheiligste des Archons erreicht. Verstanden. Geben Sie uns Bescheid, wenn wir den EMP auslösen sollen. Er müsste die Geschütze deaktivieren. Alles klar. Okay, Leute. Wir suchen nach einer... Da ist die... Wieso hat dieser Arsch... Wieso liegt hier überall ein Money? ...ein derartiges Interesse an den Relikten? Das ist die alles entscheidende Frage. Und wir müssen die Antwort vor ihm finden. Wenn wir das schaffen, wird der Zorn des Archons noch viel schlimmer. Wir müssen ihn aufhalten. Nach allem, was wir auf diesem Schiff gesehen haben, droht dem gesamten Cluster der Genozid.
Dieses Objekt dient keinem nützlichen Zweck. Es ist das Relikt-Äquivalent von Müll. Der Archon hat keine Ahnung, was dieses Zeug ist. Oh, ich glaub schon. Pathfinder, diese Reliquie hat die Moschei beschrieben. Es ist tatsächlich eine Karte. Ich lege sie über diejenige, die wir auf Eos entdeckt haben. Ist das? Das ist Meridian. Koordinaten erfasst, Pathfinder. Das ist also euer Ziel. Der Regen ist mehr, als dir bewusst ist. Das Wetter ist nur ein Bruchteil seiner Macht. Und ich lasse nicht zu, dass du es entweißt. Versuche doch, mich aufzuhalten. So wie sie nicht zugelassen haben, dass ich aus ihrer Falle entkomme. Das war's nicht, du. Es war die künstliche Intelligenz in deinem Kopf. Ich habe gesehen, was im Labor geschehen ist und weiß jetzt, was dich so besonders macht. Meridian gehört mir. Ich habe dich lange genug ertragen. Sobald eure Schiffe zerstört sind, sitzt ihr hier fest. Captain, EMP abfeuern. Erledigt. Kriegen wir jetzt Besuch von dieser Superrasse? Was war das? Scheinbar schon. Die Hälfte ist weg. Aber er hat noch komische Balken unter sich. Der Kroganer bedeutet Ärger. Bleiben Sie auf Abstand und verpassen Sie ihm alles, was Sie haben. Das sind meine Leute, an denen die da rumfuschen. Oh Gott, komm schon. Schild, lade dich auf. Weiter, hier Captain Hatcher. Wir haben den ENP ausgelöst. Versucht noch immer, die Gefangenen zu befreien. Und dabei wünsche ich ihr viel Glück. Ich kann jetzt aber gerade nicht reden. Ja, sie klingen beschäftigt. Ich lasse sie in Ruhe. Haben die aufgenommen? Das sieht übel aus. Halten Sie einfach Abstand. Jetzt sind nur der süße Beigeschmack im Fall. Wir sind zu weit gekommen, es darf nicht wieder enden. Oh Gott! Stürmt er auf mich zu? Army. Also, der Kroganer ist gefallen. Es tut mir leid. Geschafft! Oh, endlich. Okay, wir haben die Karte. Sehen wir zu, dass wir von hier verschwinden. Oh ja. Herr vorsichtigste Geschütze. Wieder aktiviert.
haben wir ihre biologische Superwaffe zerstört. Und entkommen von diesem Dreckschiff. Einen Moment, Pathfinder. Ich empfange kroganische Lebenszeichen an Bord des Schiffes. Nicht weit von ihnen entfernt werden mehrere Gefangene festgehalten. Sie sind für den Aufstieg vorgesehen. Verdammt, das könnte der Rest meiner verschollenen Speer sein. Sam, kommen wir noch rechtzeitig dorthin, bevor die Kette die Energieversorgung wiederherstellen? Wenn sie sich beeilen, ja. Dann tun wir das. Ich sitze fest. Ich bezweifle, dass ich es schaffen werde. Wo sind sie? In der Nähe von Zellen, in denen mehrere meiner Leute festgehalten werden. Sie sind noch am Leben. Ich habe Captain Hager befohlen, auf die Arche zurückzukehren. Sie hätten ihn begleiten sollen. Ich konnte meine Leute nicht einfach zurücklassen. Aber ich schätze, es ist vorbei. Von einem Pathfinder zum anderen. Leben Sie wohl. Raker, Ende. Verdammt nochmal! Ihnen bleibt nicht genug Zeit, um beide zu retten. Sobald die Kette die Energieversorgung wiederhergestellt haben, sitzen sie in der Falle. Ryder, meine Speer. Kroganische Speer retten. Pathfinder Raker bringt sich selbst in Schwierigkeiten und kann sie nicht mehr retten. Kroganische Speer. Okay, ein Kroganer gibt niemals auf. Wir müssen diese Kroganer vor dem Aufstieg bewahren. Verdammt richtig, das müssen wir. Rack? Wirtag, was machen Sie denn hier? Ich konnte entkommen, als die Energie ausgefallen ist. Unsere Speer sind am Ende des Korridors, mit der Reichlichkeit zwischen uns und ihnen. Dann geben wir uns eben durch. Einen guten wir holen Fight. Ihre Leute und verschwinden von hier. Machen Sie sich bereit. Dort vorne sind Ted. Ja, und einer so weniger schon. Tot. Zwei weniger. Oh, mein Lieblingscat, Berufener. Wir müssen durchbrechen. Erzählen Sie das denen. Oder Sie zögern weiter und sterben. Erledigt. Tempest Rider hier. Können Sie mich hören? Ja, Pathfinder. Wir haben die Karte, versuchen aber noch einige Gefangene zu retten. Diese Kettgeschütze werden nicht ewig offline sein. Ja, ja, ich oh weiß. Gott. Geben Sie uns einfach Bescheid, falls sich was ändert. Ja, es hat sich was geändert. Mission fehlgeschlagen. Da hat sich ganz gewaltig was geändert. Drag? Wirtag, was machen Sie denn hier? Ich konnte entkommen, als die...